Ihr glaubt, ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah? Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann? Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre erringen. Soll ich beim nächsten Mal von hier ab weiter erzählen? Und dort lag er, außer Reichweite, der Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Ich besaß, wofür ich gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort.
Gästezimmer, in dem mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Zurück! Hatte ich sie wirklich gesehen? Oder haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? Wie auch immer, ich konnte nicht ruhen, ehe ich sie nicht wiedergefunden hatte. Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, ich bin nicht mehr in Azad. Wasser. Wer seid ihr? Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen... Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Lauf! Geh zurück in die Eingangshalle und warte dort! Los! Thank you.
auf diesen Irren gehört. Seltsam. Ich war bestimmt schon mal hier. Ich fühle mich stärker denn je. So ist es nicht. Und ihr hattet Sorge, dass ich nicht mithalte. Ich decke euch. Besser nicht. Nachher trefft ihr mich noch. Lasst mich nicht zurück! Bleib down! Ich suche einen Weg hinein! Hilfe! Oh.
Seid ihr ja. Wir werden uns nicht wieder trennen. Gut? Es ist so ruhig hier. Schrecklich. Aber auch schön. Für euch vielleicht. Des Sultans Bestiarium. Halt! Yeah.
warte hier. Vorsicht! Soll ich auf den Schalter treten? Nein, alles Mist. Bleibt, ich komme zurück! Halt! Euch runter. Da seid ihr ja. Unter euch ist ein Vorsprung. Thank you.
ein Spalt. Hier bin ich. Schafft ihr es? Bleibt auf dem Schalter. Ihr habt's geschafft.
Ich bin hier oben! Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Hier bin ich. Bleibt dort. Ich komme zu euch runter. Zu weit weg. Ich kann nicht springen. Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar, der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut, ich treffe euch dort. Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank. Psst, nicht weiter sagen, zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält, oder sie wickeln dich um den Finger. Ich war zu nachsichtig. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Habt ihr hier die ganze Zeit auf mich gewartet? Ich wusste nicht, dass ihr diese Bäder meint. Ich war bei den anderen Bädern am Ende der Stadt.
So war das nicht. Beim nächsten Mal fangen wir hier an.
Au! Au! Ich komme zu euch.
Das Glühen her. Da, ein Spalt! Moment, lasst uns erst den Korridor überprüfen. Au! Au! Nein, nein. Yeah.
bin ich! Das Tor geht nicht auf! Hier bin ich! Das Tor geht nicht auf! Wieder. Passt auf Nägel auf. Seht, das ist die Brücke zum Turm der Dämmerung. Verließ. Wie im Palast meines Vaters. Ich habe niemals einen Fuß hineingesetzt. Nun war ich selbst ein Gefangener auf der Suche nach einem Ausweg.
Eine Folterkammer. Es war das erste Mal, dass ich die Gerätschaften aus der Nähe sah. Nah genug, um sie zu berühren. Wo waren die Männer, deren Augen... Fort? Wovon sprecht ihr überhaupt? Nicht so wichtig. Thank you.
beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ihr wart da, den Dolch in der Hand. Warum habt ihr gezögert? Ihr haltet euch für den Besten der Besten, aber ihr seid genau wie die anderen. Verfluchte Soldaten, alles was sie können ist kämpfen und zerstören. Warum habe ich euch vertraut? Warum habt ihr mir nicht vertraut? Au! Verzeiht. Wo seid ihr? Ich bin hier. Haltet meine Hand. Geht nicht. Was ich sagte, war falsch. Nein. Ihr hattet recht. Alles Geschehene war mein Werk. Ich wollte Ehre und Ruhm. Ich brachte Verderben. Ihr seid tapfer und ehrenhaft. Wenn dies unser Grab sein soll, wird der Dolch mit uns beerdigt. Und wir sind beisammen. Was ist los? Nichts. Ihr zittert. Ich mag keine engen Räume. Irgendwo muss ein Weg nach draußen sein. Als Kind lehrte mich meine Mutter ein geheimes Wort. Sie sagte, wenn ich Angst hätte, müsse ich nur dieses Wort aussprechen und eine magische Tür tue sich auf. Ich habe niemandem davon erzählt. Kein Wunder, ich habe nie was Lächerlicheres gehört. Wie lautet das Wort? Kakolukiam. Kakolukiam. Ihr wart das, nicht wahr? Pfarrer? Wo seid ihr? Oh, ist das nicht wundervoll? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Pfarrer? Oh nein.
Vorsicht! Verbraucht nicht den gesamten Sand!
Kolokia. Fahrer, nein! Beim nächsten Mal fangen wir hier. Dann kämpfte ich und tötete zahllose Feinde. Ehre und Ruhm gebührten mir. Aber obwohl ich focht, bis der Wüstensand rot von Blut war, konnte ich den Tod nicht besiegen. Euer Hoheit, zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr fliehen. Ich kümmere mich um den Eindringling. Matrode, warte! Matrode, warte, Mampa!